ist die Geschichte von der Nachtigall an ihrem Kofel. Ihr wisst ja alle, am Abend, wenn die Sonne untergeht, da leuchtet der Schlern und der Rosengarten ganz rot. Und man sagt, es sind die Rosen, die blühen, und den Schlern, der blüht immer. Und da war mal eine Geschichte, und da war eine bildhübsche Prinzessin, die hat in einem Schloss gewohnt. Und sie hat dann einen schönen Garten gehabt, und in den Garten hat sie gekannt, hin und her spazieren, aber sie hat sich sehr einfach gefühlt. Sie war eben allein, sie war wahrscheinlich ein Einzelkind. Und wie sie so da im Garten herum, da sieht sie eine kleine Nachtigall, die schnell in eine Staude reinhuscht, und ein Bussard, der will sie fassen. Und die Nachtigall, die rettet sich, und der Bussard fliegt weg. Und nachher nimmt sie die Nachtigall aus, weil die Nachtigall ein bisschen im Gestrüpp sich verflogen hat. Und auf einmal fängt die Nachtigall an zu reden und sagt, ja, sagt sie, weil du mir geholfen hast, mich gerettet hat vom Bussard, hast du einen Wunsch frei. Du kannst, wenn du willst, immer wenn es Nacht wird, die in eine Nachtigall verwandeln und herumfliegen und singen. Du weißt ja, die Nachtigall, die singt ja so schön. Und da hat sie gesagt, ja, aber, sagt sie, nur darf nichts passieren, dass jemand wegen dir an Herzeleid stirbt. Ja, weil sonst kannst du nimmer zurück in Menschengestalt. Und die diese Prinzessin, die ist nach jedem Abend, hat sie sich im Garten in eine Nachtigall verwandelt und ist herumgeflogen, einmal ist sie ins Distal, einmal ins andere. Und da ist sie einmal in ein Tal geflogen, und da war ein Schloss. Man weiß nicht genau, welches Tal, vielleicht war es Gräden, aber eher nicht, weil in Gräden, da gibt es ja leider die Fischburg, und wahrscheinlich irgendwo viel weiter. Und da war ein Prinz, der hat in einer schönen Rüstung war der rumgezogen. Und der ist da gesessen und hat sich sehr einsam gefühlt. Und dann hat die Nachtigall angefangen zu singen. Und der hat so schön gesungen. Und der Prinz hat sich in diesen Gesang verliebt. Und die Nachtigall, die hat den Prinz gesungen, und der hat ihr so gut gefallen. Und dann ist sie wieder heimgeflogen und war in Menschengestalt. Und dann ist sie noch einmal hingeflogen, und der Prinz, der war ganz weg von den schönen Gesang der Nachtigall. Und dann ist sie in andere Täler hingeflogen und so weiter und so weiter. Und dann ist sie nie mehr in das Schloss hin, wo der Prinz ist. Und da fliegt sie wieder mal in ein Tal hin, und dann hört sie einen Raben, weil die hat ja natürlich die Vogelstimme gekannt und die Sprache. Ein Rabe hat erzählt, dass in einem Schloss halt einer ist, der halt so traurig ist und so. Der hat sich verliebt und der ist so traurig. Und da hat die Nachtigall gleich gedacht, es ist wahrscheinlich der Prinz, den ich da vorgesungen habe, und ist hingeflogen. Aber sie war eben schon eine ganze Woche oder ein paar Wochen nicht mehr dort gewesen, singen. Und der Prinz hat so ein großes Herzeleid gehabt, dass er gestorben ist. Jetzt war die Nachtigall natürlich auch sehr traurig und ist zurückgeflogen. Es war ja schon Morgengrauen, und hat sich unter den Strauch gesetzt und hat gewartet, dass sie wieder Prinzessin wird. Aber was ist denn passiert? Da eben der Prinz an Herzeleid gestorben ist, wegen ihr, hat sie nimmer zurückgekehrt in ihre menschliche Figur und ist immer Nachtigall geblieben. Und oft einmal im Sommer, wenn es warm ist und es fein ist und man sitzt draußen und smokt eine, dann hört man die Nachtigall. Und wer war es, ob das die Nachtigall ist, die was im Prinz vorgesungen hat? Und das ist die Malerei, da sieht man den Schlern im Abendrot, und da sieht man einen Zweig, wo die Nachtigall singt,
und den Prinz, der da auf dem Gros sitzt und ganz weg ist, weil die Nachtigall halt so schön singt und der hat eine richtige Eisenrüstung, so wie die Ritter halt alle gehabt haben. Wir müssen aufpassen, dass sie nicht in ein Gewitter kommen, sonst der Schlag oder der Blitz. Und das ist die Geschichte von der Nachtigall am Land Koblenz.